Nach dem Tod seiner Frau vor 2 Jahren verlässt Ingenieur Karl Gassner seine Wohnung und zieht ins Hotel. Warum? Ich wollte mich von all meinem Besitz trennen, sei es vom beweglichen wie auch vom nicht beweglichen Besitz, und wollte alles noch verteilen an meine beiden Kinder, an meinen Sohn und an meine Tochter, den Rest verkaufen oder verschenken. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, was besitzen Sie heute? Nichts. Was ich am Leib habe und was hier so noch von mir dazugekauft wurde und zur Einrichtung hier ist, ansonsten besitze ich nur Geld. Das ja nicht unangenehm ist. Nein, das ist ein beruhigender Faktor. Und was ist der Vorteil, in einem Hotel zu leben? Für Sie? Ich bin eigentlich frei von allen Sorgen im Sinne des täglichen Lebens. Ich kann also auch, die Betreuung ist in Ordnung und muss mich eigentlich um nichts kümmern. Träumen Sie manchmal noch sozusagen von der alten Wohnung oder von Gegenständen? Nein, ich kann fast nicht mehr träumen, weil ich abhängig bin von Schlafpulver. Das ist traurig, wenn man nicht mehr träumen kann, oder? Ja, ich träume morgens, wenn ich schlafe also exakt 6 Stunden. Tiefschlaf, da kann wahrscheinlich vieles um mich geschehen und ich würde es wahrscheinlich nicht bemerken. Aber morgen, dann träume ich schon und da träume ich leider, und das ist auch der Grund, warum ich Schlafpulver nehmen musste, vom Krieg und von der Gefangenschaft. Und das kriegt man nicht mehr raus, diese Bilder, oder? Nein. Was sind das für Bilder? Ja, meistens Mord und Totschlag. Also es sind schreckliche Bilder. Da ich ein sensibler Mensch war, bin, immer noch bin, haben diese Eindrücke wahrscheinlich, haben sich manifestiert. Sie sind manifestiert und die wiederholen sich immer wieder. Ganz selten kommt dann, wie man so schön sagt, ein schöner Traum. Wie viel braucht der 82-jährige Geschäftsmann zum Leben? Ich benötige hier im Monat, sagen wir im Jahr, brauche ich ungefähr 400.000 Schilling. Also das ist ungefähr der Level. Und mit dem, habe ich gesagt, kann ich also 10 Jahre unter Pension, die ich beziehe, kann ich also 10 Jahre sorglos leben. Was machen Sie dann nach 90, wenn Sie 110 90. werden? Ich werde nicht. Ich mache 85, ist mein Limit. Das wissen egal Sie. Wie ich beisammen bin, egal wie ich geistig und körperlich also beschaffen bin, mit 85 trete ich ab. Und ich habe meinen Körper dem Anatomischen Institut vermacht, sodass es keine Beerdigung gibt. Und meine Kinder sollen um dieses Geld ein Fest feiern. Ja. Das heißt, Sie brauchen nicht einmal im Tod das, was man Heimat oder ein Stück Wohnung nennt. Ja. Architekt Leopold Dungel hat längst keine Wohnung mehr. Seit Jahren lebt er in einem billigen Vorstadthotel. Sag, warum wohnen Sie in einem Hotel und nicht in einer Wohnung? Sie glauben gar nicht, was man da alles nicht muss, was man in einer Wohnung muss. Ich drehe die Heizung auf. Muss aber nicht irgendwann viel bezahlen. Ich drehe das Licht auf, ich brauche 450 Kilowatt im Monat. 15 pro Tag.
Ich bin vielleicht 200er Bieren, 100er Bieren, Boiler, Bum-Bum und so weiter. Aber Elektrorechner kommt keine. Ich habe einen Fernseher. Gebühren weiß ich nicht einmal, was man da zahlen muss im Monat. Und da gibt es viele Dinge. Ich kriege einmal in der Woche aufgefordert frische Bettwäsche. Ich brauche es nicht waschen, ich brauche es nicht dingen und gar nicht, ich brauche es nicht anziehen. Leopold Dungl hat glücklichere Zeiten hinter sich. Er war nicht immer allein. Verheiratet war ich in Hollabrunn. Dort war ich als Architekt 20 Jahre tätig, selbstständig. Und dann? Dann habe ich aufgehört. Wieso? Naja, da war ich geschieden. Also, da habe ich also, wie sollte man das sagen? Da war ich Aussteiger. Da war ich Aussteiger. Sie wollten nicht mehr? Das war natürlich vielleicht, wenn ich das heute so beurteile, möglicherweise auch ein Badwill meiner Frau gegenüber. Weil die hat sich ja so vorgestellt gehabt, was weiß ich. Und ich habe ihr aber erzählt, welchen Abstieg sie erlebt. Und naja, da bin ich eigentlich ausgestiegen. Da hab ich also jetzt erwerbsmäßig nichts mehr gearbeitet. Ich war aber nicht faul. Ich bin zum Beispiel ein Jahr lang wie ein Beamter jeden Tag in der Früh in die Nationalbibliothek gegangen. Und um 6 Uhr, wenn es zugesperrt hat, bin ich heimgegangen. Und Sie wollten Ihrer Frau sozusagen nichts mehr zahlen? Auch. Waren Sie böse auf Ihre Frau? Sehr böse. Warum? Na, weil sie die Familie in die Luft gesprengt hat. Mit 4 Buben und 3 Mädchen. Mit 7 Kindern. Und seit der Scheidung haben Sie dann irgendwie gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr als Architekt zu arbeiten? Ich war auch nicht fähig. Ich meine, das muss man schon dazu sagen. Waren Sie depressiv? Ich meine, ich habe nicht gefaulenzt oder was, aber meine Interessen waren gebrochen. So traurig waren Sie? Ja, auch. Das war gebrochen. Und das aufzuarbeiten und dann, da hat man ja keine Ruhe dazu. Das ist ja, da geht es ja immer noch und noch und noch und noch. Und ja, es war so. Ein 4-Stern-Hotel in Salzburg. Hier hat sich Kurt Rottmeister seit einem Jahr eingemietet. Und wie fühlt er sich im Zimmer 223? Ich empfinde es hier eine Burg, die mich irgendwie beschützt, also wo ich nichts mit niemandem Nachbarn und mit niemandem etwas zu tun habe, beziehungsweise der Nachbar zwei Tage wieder später ein anderer Nachbar ist. Also somit braucht man nicht irgendeine Beziehung aufbauen.
wie es normal üblich ist, wenn ich irgendwo wohne länger, dann hat man ja doch mit Nachbarn ein bisschen mehr Verbindung oder innere Verbindung. Und Sie wollen sozusagen ganz, wieso stört Sie das sozusagen, diese Verbindung? Ja, schon, ja. Ja. Also? Das ist so mein Lebensstil. Und was ist dieses Bedürfnis, sozusagen allein zu sein und niemanden sich zu kennen? Dass ich die Zeit für mich nutzen kann, dass ich nicht irgendwie unterbrochen werde durch meine Tätigkeit. Denn ich muss ja trotzdem irgendwie mein Vermögen verwalten. Ja, und auch die Zukunft irgendwie planen. Also das heißt, ich lasse mich nicht gerne so unterbrechen durch etwas. Und das kann man ja, wenn man einen Partner hat, ja nicht verlangen. Nicht, dass man jetzt sagt, du hast jetzt 3 Stunden nicht mit mir sprechen. Also so kann man ja keine Partnerschaft führen. Und das weiß ich ja, dass ich eben so bin und deshalb so. Sie wollen das nicht mehr? Nein, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Sagen Sie, Sie sagen, Sie verwalten Ihr Vermögen und so, sind Sie ein reicher Mann? Ich habe einen halben Hausanteil, das war mein Vater, den habe ich geerbt, den habe ich verkauft und halt mein Haus. Also, ja, und das macht eigentlich, die Bank macht das eigentlich, also die das eben in Form von Aktien, Fonds und so verwalten tut. Nur, so wie bei allen, Kontrolle ist natürlich immer gut, nicht, wenn man auch die Bank kontrolliert. Schaut sicher nichts. Und Sie haben irgendwann einmal gearbeitet, oder? Natürlich, ja. Ich habe eine Firma gehabt, also die habe ich vor 2 Jahren verkauft. Und jetzt streicheln Sie sozusagen Ihr Vermögen und Ihre Aktien? Richtig, genau. Es ist ja ganz einfach, wenn man genügsam ist, also, und die Bank ordentlich arbeiten tut, und die hat eigentlich voriges Jahr ganz gut gearbeitet, dann kann man ja von den Zinsen ja angenehm leben. Ist das nicht verlockend für manche Damen, wenn sie sagen, aha, da gibt es einen Herrn? Natürlich wäre es verlockend. Seine Aktien ja, natürlich. Natürlich. Das ist sicher verlockend. Nur ich mache ja diese Bekanntschaften heute halt ja so kurz, dass es bis zu der Situation, dass jemand weiß, also wie es um mich steht, ja gar nicht kommt. Also, wie lang sind denn so die Bekanntschaften? Die halten sich natürlich in ganz kurzen Phasen. Also die sind auf 2 Stunden oder so bezogen. Also dass ich dann nachher noch 2 Stunden dann wieder sagen kann, also ich kann wieder arbeiten. Also es ist wirklich durchdacht, und sofern jemand eben nicht braucht, also es gibt ja viele, die halt das wirklich brauchen, eben weil sie nicht selbst nicht einmal Wäsche machen können oder nichts kochen können, also die brauchen ja aus dem Grund schon eine Frau. Ne? Das fällt bei mir halt dann weg. Und Sie haben da ein Doppelbett? Das benutzen Sie ganz alleine? Das benütze ich alleine oder halt, wie gesagt, zeitweise halt also, wird es halt geteilt. Ne? Der prozentuelle Anteil ist dann natürlich sehr gering. Ne? Also, ich habe mir gedacht, Sie besuchen eher Lokale, oder? Nein. Wen lasse ich kommen? Das ist schon. Also normalerweise, also ich stelle mir vor, es kommt plötzlich das Bedürfnis. Richtig. Das kann man ja kaum kontrollieren. Kann man kaum steuern, ne? Ja. Wie lange dauert es dann, dass man sein Bedürfnis auch löschen das kann? Das kommt darauf an, wie gut man sich vorher organisiert hat. Nicht? Also wenn man es natürlich dann erst ab dem Zeitpunkt der Gefühlsexplosion natürlich erst beginnt, aktiv zu werden, wird es natürlich schwierig sein, das dann koordinieren. Nicht? Weil da wird dann schon wieder alles abgeflacht sein, bis man da wieder zu einem Kontakt kommt. Kann ja also, ganz schön anstrengend genau, sein. Genau, also ich tue halt immer vorplanen. Halt. Und wie lange dauert es bei Ihnen, wenn Sie sagen, jetzt... Das ist durch das, dass man natürlich also vororganisiert, also dauert es dann innerhalb von 2 Stunden, weil man ja schon vorher organisiert hat und dann weiß, wer zu welcher Zeit dann eventuell Zeit hat. Ne? Und da ist natürlich ein Hotel wunderbar, weil da gibt es keine Nachbarn. Das natürlich noch, also das, aber das ist, das ist jetzt ja. Ein Zufall, also das hat jetzt also wirklich nichts mit der ganzen Situation zu tun. Das ist ein Zufall, der noch dazu war auch sonst Besucher und in der Parkgarage könnten theoretisch 5 gleichzeitig kommen und jeder kriegt einen Parkplatz. Nicht? Und das ist wirklich also eine diskrete Sache. Nämlich von meiner Seite aus wäre es sowieso egal, aber von der anderen Seite her ist sicher, also jetzt ganz wirklich ernst gesprochen, sicher keine schlechte Lösung. Ja. Wien-Leopoldstadt. Gleichzeitig Fernsehzimmer, trifft man jeden Nachmittag Celestine Rosser.
Wie lange sind Sie schon da? 4 Jahre. 4 Jahre? Das war also, ganz schön. Am Jänner wären es 4 Jahre. War das Ihr Wunsch, im Hotel zu wohnen? Oder? Nein, das ist durch eine Erbschaftsangelegenheit passiert, nicht? Und das liegt noch bei Gericht. Und das zieht sie und sagt sie, weil meine Schwester kommen soll zur Verhandlung, kommt es nicht und dann ist wieder nicht auffindbar. Und solange das eben nicht abgeklärt ist, nicht? Wenn wir nur zu zweit sind, geht nichts. Und jetzt ist wieder nicht da, muss man halt warten. Nicht? Und vorher, wie haben Sie vorher gelebt oder gewohnt? Ich habe vorher 2,5 Jahre bei meiner Mutter gelebt. Ich habe sie gepflegt, bis gestorben ist. Ja, und das war eine Eigentumswohnung und um das geht es jetzt, um die Erbschaft. Nicht? Und wie gesagt, weil es eben da Probleme gegeben hat, sehr grobe, nicht? Liegt es eben bei Gericht, das Ganze. Nicht? Und ja, wo hätte ich über die Nacht hin sollen? Nicht? Sie mussten plötzlich hinaus? Ja, ich habe müssen binnen 14 Tagen raus. Nicht? Und das Geld, dass ich mir irgendwo nur ihre Zimmerkugel genommen habe, mehr brauche ich nicht. Nicht? Habe ich natürlich auch nicht gehabt. Und so einfach ist das. Nicht? Ist mir nichts Blödes eingefallen, als wenn ein Hotel ging. Ich mein, ich habe Hotels gekannt von Urlaub her, nicht? Aber nicht, dass ich. Und ich habe auch nicht gerechnet, dass ich einmal so lange da sitzen bleibe. Das ist ganz einfach. Was waren Sie vom Beruf? Gelernt habe ich eigentlich heute, sagt man, Einzelhandelskaufmann. Ich war Schuhverkäuferin, habe ich gelernt. Nicht? Ja, und dann, meine Güte, habe ich zum Kölnerieren angefangen. Aber nicht Serviererin, sondern Kölnerinnen. Das war es auf der Tankstelle schon gearbeitet, also so quer durch die Paletten halt, nicht, sagen wir mal so nicht. Aus Bizet! Und sind Sie schon in Pension, oder? Nein, eigentlich nicht, weil ich war eben zweimal, sagen wir unter Anführungszeichen, so gut verheiratet, dass ich nicht arbeiten gehen müssen, nicht. Und das ist natürlich, es sind Jahre, die dahinter und vorhin dann angegangen. Aber wenn du halt so jung bist und Ding so ist, denkst du auf das ja gar nicht. Wer denkt, wenn er heiratet, dass er sich scheiden lässt und dass er dann da steht, nicht? Das kalkulierst du ja vorher nicht. Und wieso gleich 2 Scheidungen? Ja, mein Gott, noch. Was soll's? Der erste hat Frau gehabt und der zweite hat gesoffen. Und damit war der früh gelaufen. Nicht. Die Männer? Naja, da kannst du nichts machen. Das ist halt einmal, es wird sich auch nie ändern, glaube ich, alle werden. In einem Zimmer darf Celestine Rosser mit ihrer Katze Bizibi und ihren Nymphensittichen leben. Ein seltenes Privileg für einen langjährigen Hotelgast. Zirka, Zirka. Wenn man Leuten erzählt, dass man im Hotel wohnt, wie reagieren die dann? Na ja, das ist ganz unterschiedlich. Die einen behandeln die den letzten Dreck und die anderen akzeptieren das ganz einfach. Weil was ist denn da wirklich Schlechtes, wenn ich im Hotel war? Was ist da schlecht dran? Bevor ich auf der Straße verkomme, lebe ich da lieber in einem Hotel. Ich sag nur, wie gesagt, wenn man im Hotel wohnt, was man ja sicher, keiner von uns einkalkuliert, keiner, wenn wir ganz ehrlich sind. Man sieht das dann alles ein bisschen von einer anderen Seite. Man sieht das alles nicht mehr so, man nimmt alles nicht mehr so selbstverständlich, sagen wir mal so. Weil du hast deine Wohnung, oder du hast dein kleines Häusl, oder was auch immer sein soll, oder noch extra wo ein Gartl, dann ein Schreiber hegen, dann nimmst du das eigentlich alles als selbstverständlich. Und da siehst du aber dann, dass es nicht so ist. Und du siehst aber auch eins, wenn du im Hotel wohnst, dass du nicht der Einzige bist, der oben fällt. Oh mein Gott, nein. Wie man jetzt was hier sagt, im Leben geht alles vorüber, im Leben geht alles vorbei. Nicht? Und noch, ich sage, es gibt doch keine Latte und kein Stirn, was nicht der letzte Spaß hast, was du nicht mehr weiter runtergehen kannst, dann kannst du nicht wieder raufgehen. So einfach ist das. Nach mehreren Aufenthalten am Semmering beschließt der Wiener Dr. Martin Biro vor 7 Jahren, die Großstadt zu verlassen.
logiert seit damals im Hotel Wagner. So, hab ich da mir zugemacht. Also, das benutzen das die Leute aus Kärntner Straße und reißen mir die Kleider vom Leib. Ja, so, und jetzt können Sie mich fühlen, wie das so zusammengeht. Sehen Sie? Und siehst du, das hast du es nicht gesehen? Ist das der Hausbrauch, dass man da durchgeht? Das ist von Dr. Biro, der Privatloge. Jetzt. Ups, gehen Sie da rechts. Okay, ja, und ich gehe jetzt so. Sehen Sie? So, jetzt. Dann lasse ich offen, dass Sie servieren können. Ja, das ist einmal muss auch nicht. Ist der mit seinem Paradies erholt? Was haben Sie denn gemacht in Ihrem Leben? Ich war hauptsächlich im Bankfach. Und zwar als Unikum ist, ich habe in 4 Ländern gearbeitet. Ja. Der größte Brocken ist, ich war Fachmann für englischsprachige Wertpapiere bei der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Das heißt, die ersten 5,5 Jahre war ich in St. Moritz im Engadin Englischkorrespondent von der Schweizerischen Kreditanstalt. Das ist ein Job. Ja. Sag, und haben Sie immer allein gelebt, oder? Ich war mal verlobt und habe mir einbüht, die oder keine anderen, so habe ich überall versammelt, bin sitzen geblieben. Und dann war ich verheiratet mit einer grausamen Mätresse, mit der Arbeit und den Abendkursen. Mein Hobby waren immer Abendkurse. Eine Frau hätte es bei mir nicht ausgehalten. Also Sie waren nicht verheiratet? Nein, verlobt. Das ist verlobt? Ich bin eigentlich froh, dass es krachen gegangen ist. Es hätte nicht zusammengepasst. Und wo war Ihre Verlobte? In Zürich? Oder? Die ist aus Wien. Man sagt im ORF, kein Kommentar. Es gibt, jeder Mensch hat verwundbare Stellen. Das ist Ihre? Ja. Sind Sie nie drüber hinweggekommen? Nein. Wieso nicht? Das weiß ich nicht, das tue ich jetzt selber noch ergründen. Wieso? Aber es ist, einmal werde ich die Antwort liefern können. Und jetzt suche ich sie gerade. Und lebt man gut alleine? Lebt man gut alleine? Ich bin ein merkwürdiger Typ. Ich habe nicht viel übrig für Familie. Ich bin lieber ungebunden. Ich will in meinem Raum. Dabei das Komische ist beim Wagner. Holler, das ist eine gespaltene Persönlichkeit bei mir. Ich bin im Grunde genommen lieber alleine, gehört nichts von Familie. Familiäre Bindungen sind mir ein Graus. A. B. Ja, beim Wagner holler ich immer. Ich bin einsam, ich will Familienklima und beim Wagner das Familienklima und da bin ich nicht einsam. Also beim Wagner holler ich noch Familienklima. Also bin ich in gewisser Hinsicht eine gespaltene Persönlichkeit. Das bin ich mich aber bewusst, ja? Ja, was wollen Sie jetzt? Einsam sein oder unter Leute sein? Das sind Zyklen von 6 Wochen. 6 Wochen kriege ich von den Leuten, bin ich ein Gesellschaftslöwe, kriege von den Leuten. Nicht genug, ja? Dann genug, ich will weg von den Leuten, ich hänge jetzt mein Haus aus, ich will einsam, ich will in den Wald, ich will in den Wald, innere Migration, ich will in den Wald. Ich bin nicht gern zu Hause. Waren Sie nie? Nein. Warum nicht? Das ist eine sehr interessante Frage. Gehört zum Problemkreis Menschen in Modelle wie bei mir, ja? In Wien, ich hab vielleicht einen Fehler gemacht. In Wien war mein alles, ja, war mein Hobby und meine Freizeit, mein alles, ein Garten. Ein großer Garten mit Pflanzen, teilweise Gemüse, aber teilweise Blumen. Und da habe ich noch eine Wurzel gehabt und eine Heimat. Ja? Da gab es für mich den Begriff Heimat. Jetzt nichts Heimat. Heimat ist für mich Dummheit, ja. Also ich bin Weltbürger. Ich bin überall zu Hause. Hotel bin ich überall zu Hause. Und Heimat ist für mich eigentlich Beschränktheit. Ja? Ich irre mich vielleicht. Ja? Also für mich existiert der Begriff Heimat nicht. Ich habe eigentlich keine. Ich bin ein Weltbürger. Ja? Hm? Ja, das ist, ich bin überall zu Hause. Braucht man nicht so ein bisschen Heimat oder so? So wie man auch ein bisschen Familie braucht. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Komisch, ich brauch's nicht. Ich habe mir das Gleiche, was ich sage, habe ich mich selbst schon gefragt, ja, kommt zu keinem Ergebnis. Sag mal, nicht ich weiß, sondern ich komme bisher zu keinem Ergebnis. Sagen wir es vorsichtig, ja? Ja,
ist kein Mensch, weiß schon alles. Man ist immer auf Erkenntnissuche, wissen Sie? Ich suche und suche nach Erkenntnis. Lesen Sie, und je mehr man nach Erkenntnis sucht, desto mehr weiß man, was man nicht ja, weiß. Desto mehr entfernt sie sich, gell? Sio que non sio. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Das ist ja. Ein Kurhotel in Oberösterreich. Stock lebt auf Nummer 106 das Ehepaar Meier, das seit dem Einzug vor 2 Jahren das Zimmer nicht mehr verlassen hat. Sollen wir Ihnen ein Fitnessgeheimnis verraten? Sie müssen nicht viel Geld ausgeben, um in Form zu kommen. Mit Pfeffer. Die Wohnung in Linz gaben die Meyers auf, weil der 70-jährige Gatte seiner 84-jährigen Frau die Hausarbeit nicht mehr zumuten wollte. Sie nicht mich an, Kumpel. Mit Pfeffer. Sag, ist es angenehmer, im Hotel zu wohnen oder in einer Wohnung zu leben? Eine ja. Wohnung natürlich. Wenn sie die Kraft hat, natürlich. Wenn sie die eine Wohnung Kraft ist eine Wohnung. Ja. Eigene Herde ist Goldes wert, hat man früher gesagt. Ne? Aber wir sind ja alle fremd da irgendwie. Jeder kann herein, wenn er will, wenn er muss und so weiter. Wir sind nicht. Woanders sperre ich halt zu die Tür, ne? Wenn ich nicht reinlassen will. Ne? Aber das ist kein Vergleich. Ne? Na, der hauptsächliche Vergleich zwischen Wohnung und Hotel und dann, ist das. Beim Essen dasselbe. Ich brauche Diät. Aber es wird in einem Hotel nicht anerkannt. Und alle 5, 6 Tage wiederholt sich das. Nur Fleisch mit Beilagen, Fleisch mit Beilagen, Fleisch mit Beilagen. Wir haben in ich brauche eine Abwechslung, eine Diät. Alles so fett, so fett. Sag, wie lange seid ihr zwei schon zusammen? 36 Jahre. Also, ob, so das, er den Leben, also, ob das für einen Nutzen ist oder nicht, sie sagt natürlich, ich bin ein Schaden für sie. Wieso? Ist er wirklich ein Schaden für Sie? Das gehört erstens nicht daher. Und zweitens stimmt das alles zusammen nicht. Wo ist der Schier? Nein, es ist so, sie ist schwerhörig geworden. Ich bin nein, auch schwer. So schwerhörig bin ich nicht. Ich bin auch schwerhörig. Sie hören schon einiges, gell? Ich bin schwerhörig. Sag, und ihr seid ja ziemlich altersmäßig ziemlich auseinander, gell? Ja, 14 Jahre jünger wie ich. Und? Schauen Sie. Zahlt sich das aus, einen jüngeren Mann zu heiraten? Wenn er mich nicht hätte, lebe er nicht mehr. Ich habe ihn zweimal das Leben gerettet. Schauen Sie, wo ich beim Bilder einkaufen ist eine uralter Tiroler Generation. Ich bitte um Sprecherlaubnis. Sie wissen, wie die sind, Tiroler, die sind rau. Ich bitte um Sprecherlaubnis. Und raus aus dem Bild hat immer gesagt, er ist ein rauer Bursche. Aber er hat ein gutes Herz. Ich bitte um Sprecherlaubnis, Sie hören es nicht. Nie in ein Gasthaus gewesen, das sagt viel. Ich bin beim Biller gewesen. Das ist aber schon wirklich zu viel. Die Herrschaften haben nicht Zeit. Na, das kommt jetzt endlich dran, was ich sagen möchte. Und die Verkäuferin hat gesagt, so viel und so viel Schilling, 70. Und ich habe gehört, 40. Aha, jetzt höre ich das nicht mehr. Das war ein Schock für mich. Und da habe ich gemerkt, so, jetzt bin ich auch schwerer geworden. Und das sind die, wie soll ich sagen, schockartigen Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, ich bin schwerhörig. Jetzt ist er Ruhe. Und habt ihr euch noch so gern, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, das war 36 Jahre. Wenn es drauf ankommt, vom Heim. Was? Da gibt es nichts, wenn es drauf ankommt. Da hält es zusammen, da wie Pech und Schwefel. Ja, und das ist wichtig. Die kleinen Meinungsverschiedenheiten gibt es überall. Führer, Befehl, wir gehorchen. Ja, sagt der Oliver. Bitte, jetzt Ruhe. Na, das muss ich nur sagen, vom Arbeits-, also vom... Sind Sie der Führer in dieser Ehe? Nein, oh Gott, nein. Wenn ich der Führer wäre, wäre ich nicht da. Sondern? In der Wohnung. Was ist denn los? Wer kommt denn doch? Essen. Sie essen? Da kann man essen, nicht herstellen, essen.
Noch nicht fertig. Warum so früh? Warum nicht warten, Herr Pizzerer? Weiß nicht. So sagst du. Vielleicht wollen Sie filmen. Das ist schon nicht richtig. Den kann ich nicht essen. Kann das gleich mitnehmen? Heidi. Ja. Können Sie es mitnehmen? Die kann es nicht essen. Dann machen wir auch sowieso nicht. Zurück nach Wien in das Hotel Praterstern in der Leopoldstadt. Leider, die haben wir nicht mehr, da haben sie Pech. Leider, leider. Sehr gut, Tom. 10 Zimmer kann ich nicht anbieten. Das ist ein Schwindel. 10 Zimmer. Das ist eine Sache. Wir haben ein Dunkelkoffer dir. Sag, Udo, wie lange wohnen Sie denn schon hier in dem Hotel? Ich wohne. Ja. Mitte Juni. Ja, Mitte Juni. Ah, also so ein paar Monate schon. Ja, ein paar Monate, ja. Und von wo kommen Sie und wieso wohnen Sie hier? Ich wohne in Basel. Ich bin auf der Montage hier. Und durch das, dass ich jetzt wieder alleine bin, wurde ich einfach nach Wien geschickt. Was macht man dann so alleine in einer fremden Stadt? Man lernt auch diverse Personen kennen. Wie? Naja, man verkehrt. Also ich rede nicht zweideutig, ich rede eindeutig mal verkehrt. Wie verkehrt? Raffiniert gefragt, man verkehrt die Lokalitäten. Also man ist nicht gar zu einsam. Also ich bin also nicht der Typ. Also ich bin also ein sehr zugänglicher Typ. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwo hingehen, dann gehe ich irgendwo hin und dann. Dann verkehrt man. Dann. Genau. Wunderbar ausgedrückt. Bevor man dann wieder nach Hause kommt. Kann am Abend um 8 sein, kann auch erst morgen um 7 sein. Man weiß es nicht. Und das Hotelleben, macht Ihnen das Spaß oder würden Sie lieber wieder? Ich bin. Gibt es auch keinen Weg? Das ist auch kein Leben. Ja, ich bin auch konfrontiert worden hier in Wien von einer gewissen Dame. Man könnte ja sehr viel Geld sparen. Du kannst ja bei mir wohnen. Ne? Dann habe ich gesagt, euch zu, lasst mal das aus, ich bleibe lieber im Hotel. Weil nämlich ich will das im Moment, jetzt, im Moment will ich die ganze Scheiße auf Deutsch gesagt nicht mehr haben. Ne? Und diese Dame haben Sie kennengelernt durch den Verkehr? Ja, sehr schön. Und die Dame, wie lange kennen Sie die schon? Da. Zwölf, dreizehn Wochen. Und wie ist sie? Zugänglich. Zugänglich. Gut. Du, Rosa, bringst du mal meine Chicken? Ich will ein mit dir fürs Kassel, gell? Come on.
Wirtshaus in Glocknitz, Niederösterreich. Die 7 Fremdenzimmer sind seit Jahren ausgebucht. Von 7 Herren. Seid ihr alle alleine oder habt ihr Damen um sich? Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank? Aber ich will immer zurücklassen. Der ist allein, der ist allein. Der war doch mein Freund. Da, gell? Sag, seit wann sind Sie denn entschieden? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Das ist Lauk. Hast du Fahrzeug, Feinde? Bitte? Hast du Fahrzeug, Freunde? Feinde? Die Frauen sind Feinde? Ja. Wieso? Ja, weil sie einen eigenen Charakter haben. Was haben sie zu wenig? Ein Mann darf nur arbeiten gehen und nicht ins Wirtshaus gehen und kein Bier trinken. Und das haben sie jetzt geändert und haben gesagt, ich möchte lieber im Wirtshaus leben. Ja, genau. Ja, so auf die Ohren das Haus. Ja. So, ich pfeife auf die Frauen, ich lebe im Wirtshaus. Richtig. Sie sind jetzt Ihr eigener Herr sozusagen. Richtig. Und nie einsam? Nein. Sag, wie war das bei Ihnen? Wieso wohnen Sie da? In Köln bin ich. Wann war die Scheidung? Seit wann sind Sie gestorben? Ja, alles hat ja. Vor 20 Jahren. Und da sind Sie dahergekommen nach der Scheidung? Und sind Sie gern da oder würden Sie. Oder ja, trauern Sie der Zeit der Ehe und der Wohnung nach? Ich trau dir da nichts. Wieso denn? Was für eine Zeit? Ich bin froh, dass es weg ist. Wieso? Das ist gut. Das ist eine Frage. Weißt du, keine neue Frage. Selbes Geschichte ist so. Er ist ein Scheidelster. Oh, der heißt ein Bart. Ja. Da denkt man das. Ja. Da haben Sie vorher in einem Eigenheim gewohnt? Ja. In einem Haus oder in einer Wohnung? In irgendeinem Haus. Irgendein. Und was ist mit dem Haus passiert? Ja, die Frau jetzt noch. Da gab es einen neuen oder einen anderen. Da ist jetzt ein sehr anderen. Mhm. Und der wohnt jetzt in Ihrem Haus, gell? Ja, zu machen mit dem, was er will. Auch hier? Ja. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Ach, sind schon 4 Jahre. 4 Jahre schon? Wieso so lange? Weil ich geschieden bin von meiner Frau. Geschieden, ja. Ja. Und dann mussten Sie raus aus der Wohnung, oder? Ja. Und wieso haben Sie sich damals scheiden lassen oder hat sich die Frau scheiden lassen? Was war damals? Ja, ihr Mann, ich will es nicht sagen. Ich bin um Vereins. Praktisch nicht. Sie hat einen Feind gehabt? Ja. Oder Sie eine Feindin? Und Sie keine Feindin? Ja, aber durch deinen, ne, den Mann. Nicht. Und dann hat sie sich verbrannt. Nicht. Was heißt, sie hat sich freiwillig? Nur wie ein Freund gestorben ist, hat sie sich verbrannt. Nicht. So traurig war sie? Ja. Und was hat sie zu Ihnen damals gesagt, wie sie weggegangen sind? Sie haben mich jetzt bei mir angerufen, der Feuer. Was hat sie gesagt? Ja, ich bin wieder zurück, nicht gekommen. Ich bete sie, ich sage, komm nicht da hoch. Machen wir es aus. Aber sonst Sie wollten nicht mehr? Ja, der nicht auskennen mehr. Mit den Schulden. Mit den Schulden nicht auskennen. Sie hat so viel Schulden gehabt? Die haben Schulden gemacht. Nein. Und da sind sie ein bisschen breit quer gekommen. Das war nicht mehr, es war dann. Sag, und damals, wie die Frau sich hat scheiden lassen, war das für Sie traurig? Ja, weil es ist im Körper, da bist du alleinig und siehst nicht, das ist alles nicht, sonst gar nichts.
Nicht? Das ist das Gleiche wie Strom ist. Nicht? Ich meine, das denkst du, jetzt ist es unter der Erde, jetzt sehe ich sie überhaupt nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich habe mich unter den Zauber irgendwo rein und sage, leck sich um den Arsch. Nicht? Ich habe keine Fähre da, für die wir sie haben müssen. Nicht so. So. Und alles, nicht? Aber du musst auch schauen, dass die Nerven erhältst. Gut, von Grabwasser kommen kann es eh nicht mehr, das ist eh schon wurscht. Kann eh nichts mehr machen. Gehen Sie es manchmal besuchen? Ja, bleiben wir laufen, setzen, schauen, nicht, aber was zu wissen. Meinen, was mir unter der Erde ist und unter der Erde, das ist wurscht. Glauben Sie nicht an da oben? Nein. Da kommt keiner mehr rauf, der was immer unten ist. Da kommt keiner mehr rauf. Und der, der unten an der Erde ist, da kommt keiner mehr hinauf. Wir müssen so einen Hubschrauber bestellen, einen neuen, dass das rauf fliegen kann. Da kommt da keiner mehr rauf. Da kommen sie nicht mehr rauf. Der, was immer unten ist, in der Grube, da muss man da stressen und einmal da schaußen, das ist vorbei. Nicht, da kannst du machen, was du willst, da hilft dir kein Herrgott nicht. Du kannst alles miteinander vergessen. Alles miteinander kannst du vergessen. Wenn du mal fort bist, bist du fort. Was sagen, habe die Ehre. Wenn man zu Hause ist, ist es aus. Thank you.